Am 8. September wird der musikalische Coming-of-Age-Film Alle für Ella in die Kinos kommen. Genau 2 Wochen zuvor feierte der Film in München die Weltpremiere. Inszeniert wurde der Film von Regisseurin Theresa Fritzi-Hörl, die ich gefragt habe, was sie am meisten an der Geschichte gereizt hat. Am meisten gereizt hat mich an der Geschichte, dass es um Musik geht und Freundschaft. Und dass in dieser Geschichte, in der es um Musik und Freundschaft geht, wir Frauen die wichtigsten Personen sind. Das fand ich richtig gut. In Alle für Ella geht es um die 18-jährige Ella, die mit ihrer Band Virginia Wolfpack bei einem Songcontest antritt. Während ihre Freundinnen einfach nur Spaß haben wollen und die Zeit, bevor sie ihre Wege nach dem Abitur trennen werden, genießen wollen, träumt Ella davon, mit Virginia Wolfpack ganz groß rauszukommen. Deshalb setzt sie alles auf die Musik, denn das Abitur würde sie eh nicht schaffen, glaubt sie zumindest. Ich habe am roten Teppich nachgefragt, wie die Erinnerungen an die Abschlusszeit sind. Ja, die Zeit so vor dem Abi ist natürlich eine total intensive Zeit. Und ich glaube, dass deswegen auch so ein schönes Thema ist auch für das Filme machen oder für Filme, weil ich glaube, man einfach alle Gefühle so ganz intensiv erlebt und das ist ja auch das, was man sich im Kino wünscht, dass es um ganz intensive Gefühle geht und ich finde, das kann man im Coming-of-Age-Film einfach richtig groß feiern. Es war auch sehr stressig, so wie im Film eigentlich. Man war sich sehr unsicher und diese ganzen Zukunftsängste, die Ella hat, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich hatte eine ganz tolle Clique, mit der ich zusammen Abschluss gemacht habe, deswegen habe ich total schöne Erinnerungen. Und ja, ich wünsche das auch jeder Person. Und die Stadt leuchtet blau, irgendwann komme ich hier raus. 30 Minuten. Er spielt ganz viel Jazzklavier und ich bin dazu aufgewachsen, dass er immer zu Hause am Klavier gespielt hat und ich persönlich spiele auch gerne Klavier und Musik ist für mich einfach eines der wichtigsten Dinge im Leben und ich wünschte, es gäbe so ein Soundtrack fürs Leben. Bei Hauptdarstellerin Lena Larissa Strahl spielt Musik sowieso eine sehr große Rolle. Schließlich widmete sie sich nach den 4 Bibi und Tina Kinofilmen komplett der Musik und ist die Songwriterin Lina, die bereits 3 Alben herausbrachte und zuletzt den Song Look Up to the Sky, dem Titelsong für den Film Peterchen des Mondfahrt. Doch wie viel von Lina steckt in Ella? Relativ viel. Also ich meine, Ella und ich sind uns schon ganz schön ähnlich. Ella ist ein bisschen wilder, glaube ich, aber ja, es war sehr schön, diesen Charakter zu spielen. Ja, es ist einfach viel schöne Musik, also man freut sich einfach, wenn man den Film gesehen hat, hoffe ich.